Hallo, herzlich willkommen zum Wegweiser. Der Wegweiser bietet Ihnen einen leichten Umstieg auf R in 6 kurzen Episoden. Dabei ist das Ziel nicht, Ihnen Statistiken herzubringen, sondern es geht darum, Sie mitzunehmen auf den Weg hin zu R. Wir schauen uns also an, wie managen wir überhaupt Daten? Wie bekommen wir Daten in R rein? Wie beschreiben wir deskriptiv und visuell Daten? Das tun wir in den Episoden 1 bis 3. Und in den Episoden 4 bis 6 geht es darum, die Auswertungsverfahren, die Sie bereits kennen, die Sie für Befragungen, für Inhaltsanalysen oder für experimentalen Designs nutzen, in R effektiv anzuwenden. Zu jeder Episode erhalten Sie dafür Zugang zum R-Skript. Das finden Sie jeweils überhalb des Videos zum Herunterladen. Sie finden, wenn Daten verwendet werden, auch die Daten da oben zum Herunterladen. Und Sie finden für jede Episode weiterführende Übungen in einem weiteren Skript, das Sie sich selbstständig dann im Anschluss noch anschauen und damit rumspielen können. Für einige Episoden gibt es außerdem Cheat Sheets, auch die finden Sie über mir. Außerdem habe ich unter den Videos jeweils zusammengefasst, weiterführende Links auf Literatur oder Webseiten, damit Sie sich mit dem entsprechenden Thema noch mehr auseinandersetzen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Los geht's! Wir installieren zunächst mal R. R ist frei verfügbar und kostenfrei. Sie installieren R aus dem sogenannten CRAN, das ist das Netzwerk, in dem alle R-relevanten Dinge online zu finden sind. Und wenn Sie R installieren, dann sehen Sie erstmal nichts, weil R an sich nur die Programmiersprache ist, beziehungsweise der Interpreter, der dem Computer sagt, wie er diese Programmiersprache in effiziente Rechenoperationen umwandelt. Damit Sie R nutzen können, müssen Sie jetzt R programmieren und können es dann sozusagen auf R, auf den Interpreter, losschießen. Alternativ können Sie eine Benutzeroberfläche installieren, die Ihnen so ein bisschen hilft, Ihre Daten, Ihre Skripte, Ihren Output zu verwalten. Dafür gibt es ganz viele verschiedene. Wir nutzen die populärste an der Stelle, die heißt RStudio. Wenn Sie also R installiert haben, Schritt 1, dann installieren Sie danach RStudio, Schritt 2. Und wenn Sie RStudio installiert haben, dann werden Sie begrüßt mit diesem Fenster, das aus 4 Unterbereichen besteht. Links unten ist das Relevanteste. Links unten finden Sie die Konsole. Die Konsole in RStudio ist im Wesentlichen das, was R ist. Alles, was Sie in die Konsole eintippen, wird direkt an R weitergegeben und Sie erhalten das Ergebnis von R direkt zurück. Sie können also in die Konsole zum Beispiel tippen 2 oder Sie tippen 2 als Text. Im ersten Fall erhalten Sie das Ergebnis von 2 als Zahl, das ist dann halt einfach 2. Und im zweiten Fall erhalten Sie das Ergebnis eines Texts, das ist der Text in dem Fall. Sie können da auch leichte Rechnungen durchführen auf der Konsole, 2 plus 3 beispielsweise, potenzieren, 2 hoch 3, oder aber die typischen in Base R verfügbaren Funktionen verwenden. Wenn Sie zum Beispiel die Wurzel aus 2 ziehen wollen, dann brauchen Sie dafür eine Funktion, die heißt Square Root, SQRT. Sie können also in der Konsole SQRT, Klammer auf 2, Klammer zutippen und erhalten das Ergebnis der Wurzeln aus 2. Übrigens, an der Stelle gleich ein erster Shortcut-Tipp. Wenn Sie auf der Konsole sich befinden oder auch im Skript und anfangen, einen Befehl zu tippen, zum Beispiel SQ für SQRT und dann die Tab, die Tabulator-Taste drücken, dann hilft Ihnen RStudio und hilft Ihnen dabei, den Befehl zu vervollständigen. Schräg gegenüber von der Konsole, rechts oben, finden Sie die Umgebung, das Environment. Das ist aktuell leer, weil wir aktuell keine Variablen in irgendeiner Form abgelegt haben. Hätten Sie irgendeiner Form Daten oder Variablen abgelegt, würden die da oben aufscheinen. Darauf kommen wir noch zurück. Direkt darunter finden Sie einen sehr vielseitigen Fensterbereich. Direkt darunter finden Sie die Dateien in Ihrem Projektverzeichnis. Sie finden da Hilfeseiten. Sie finden dort unten die Übersicht von der Packages. Dazu kommen wir noch. Und Sie finden da unten auch Grafiken, wenn Sie Grafiken visualisieren. Und links oben, da wäre, wenn ein Skript offen ist, ein Skript geladen. Und das tun Sie jetzt. Laden Sie sich das Skript zu dieser Episode runter und öffnen Sie es in RStudio. Und dann haben Sie genau das vor sich, nämlich diese in vier Bereiche aufgeteilte Darstellung mit dem Skript links oben. Das Skript an sich ist erstmal nichts anderes als eine reine Textdatei. Alles, was Sie ausführen wollen, müssen Sie also aus dem Skript heraus runter in die Konsole bringen und dort ausführen. Das können Sie über Copy-Paste machen,
was sehr unhandlich ist, oder Sie nutzen gleich den zweiten Shortcut, den wir lernen. Wenn Sie den Cursor oben in einem Befehl haben, im Skript, können Sie mit Control und Enter den Befehl ausführen. Was dann passiert ist, der Befehl wird als Gesamtes runter in die Konsole übertragen und dort ausgeführt. Im Skript werden Sie aber erstmal begrüßt mit Befehlen, die nicht wirklich Befehle aussehen. Das liegt daran, dass es keine Befehle sind. Die ersten Zeilen sind nämlich Kommentare. Das sehen Sie an der Farbe und daran, dass da so ein Hashtag, eine Raute am Anfang oder irgendwo eine Zeile steht. Alles, was innerhalb einer Zeile hinter dieser Raute ist, wird von R ignoriert. Damit können Sie Ihren Code also ein bisschen strukturieren und so die Übersicht behalten. Den ersten wirklichen Befehl, den wir ausführen können, das ist der Library Tidyverse Befehl. Wenn Sie den ausführen, dann kriegen Sie einen Fehler. Also zumindest, wenn Sie R noch nie installiert hatten. Das Problem an der Stelle ist, naja, steht ja da. Also, eine Fehlermeldung gibt's. Und was machen wir mit Fehlermeldungen, die wir, wenn wir sie nicht verstehen, zum ersten Mal sehen? Richtig. Wir recherchieren online, was uns diese Fehlermeldung sagt und lernen in dem Fall, dass uns das Paket dazu fehlt. Jetzt muss man ganz kurz ausholen. Pakete im R, das sind quasi die Apps. R ist wahnsinnig mächtig an sich, aber sehr viel seiner Macht bekommt R durch die zusätzlichen Apps, die es so gibt. Die sind alle kostenfrei, genauso wie R selbst, also keine Sorge diesbezüglich. Und sie heißen nicht Apps, sondern sie heißen Packages. Der App Store heißt übrigens Kran, da haben wir vorher auch R runtergeladen. Und Packages können wir in RStudio ganz bequem installieren, indem wir diesen rechten unteren Fensterbereich unter Packages, in dem Fall das Tidyverse, suchen und installieren. Kurze Info zum Tidyverse. R an sich ist okay übersichtlich und okay einheitlich, aber halt nur so okay. Deswegen gibt es eine große Community, die sich darum bemüht hat, dieses großartige Universum um R herum sauberer zu machen, einheitlicher zu machen, tidy zu kriegen. Und damit sind wir bei Tidyverse. Was Sie also mit dem Tidyverse installieren, ist ein Paket, das aus sehr vielen Aspekten besteht, auf die wir in den folgenden Episoden immer wieder zurückkommen werden. Wenn Sie es installiert haben, dann können Sie den Befehl nochmal ausführen, das Library Tidyverse, und kriegen wieder eine rote Ausgabe. Aber rot in R kann eben positiv wie negativ sein. Das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, kriegen Sie. In dem Fall sagt uns die Meldung, hat geklappt. Wir können weitermachen und können ein paar Befehle ausprobieren. Wir tippen ein paar Zahlen ein, wir tippen ein paar Rechenoperationen ein, wir arbeiten zum ersten Mal mit einer Variable. Eine Variable ist letztlich genau das, was Sie aus Mathe kennen. X ist 2, dann heißt X eben der Variablenname und 2 der Wert, den die Variable so hat. Genau das gleiche machen Sie in R, nur dass Sie es nicht mit einem Gleichheitszeichen machen, sondern mit so einem kleinen Pfeil, der von rechts, dem Wert, den die Variable bekommen soll, nach links zeigt auf den Namen der Variable. Ganz kurzer Einschub zum Thema Namen von Variablen. X, auch wenn das in Mathe sinnvoll ist, ist in R-Skripten, Statistik, selten ein sinnvoller Variablename. Nutzen Sie lieber sprechende Namen. Nutzen Sie Namen, die klar, klar für Sie sind, wenn Sie sie lesen, auch 2, 3 Tage, Wochen, Monate später, was sich dahinter ungefähr verbirgt. Verzichten Sie dabei auf Sonderzeichen, verzichten Sie auf Leerzeichen und schreiben Sie durchaus sprechende, selbsterklärende Variablennamen dahin. Wenn Sie Variablen verfügbar haben, können Sie mit Variablen rechnen. Statt mit 2-mal können Sie mit der Summe Likes mal irgendwas rechnen. Sie können die Variablen einfach ausgeben, indem Sie den Variablennamen einfach eintippen. Und Sie können sich Variablen beschreiben lassen. Das, was Sie im Environment oben rechts sehen, diese kurze Beschreibung, das ist das Ergebnis eines R-Befehls, der str wie Structure heißt. Wenn Sie also str und dann in Klammern einen Variablennamen eingeben in die Konsole oder auch ausgeführt aus dem Skript heraus, dann kriegen Sie eine ganz kurze Beschreibung, was Sie gerade für eine Variable vor sich sehen. Eine besondere Eigenschaft von R ist, dass es sehr, sehr effizient ist, wenn es um die Verarbeitung großer Datenmengen geht. Das gilt zumindest so lange, solange die Datenmengen in gleichem Datenformat vorliegen. Wenn Sie also eine Reihe von Zahlen haben, dann ist R sehr, sehr gut darin, diese Reihe von Zahlen insgesamt zu verarbeiten. Fast so gut, wie mit einzelnen Zahlen zu arbeiten. Damit Sie diese Reihe von Zahlen anlegen können, zum Beispiel innerhalb von Variablen, arbeitet R mit sogenannten Vektoren. Die haben nicht wirklich was mit Vektoren zu tun, wie Sie sie aus Mathe kennen. Sie heißen primär erstmal nur so und werden definiert mit einem C, C wie Vektor oder so.
C, Klammer auf, dann die Reihe an Daten, der reingehört, mit dem Komma getrennt, Klammer zu. Das ist dann sozusagen die Reihe, mit der Sie arbeiten können. Und wenn Sie jetzt eine Zahl mit 2 multiplizieren oder einen Vektor mit 2 multiplizieren, werden Sie merken, dass er fast genauso schnell ist mit diesen Datenmengen. Und jeweils jedes Element innerhalb der Reihe dann mit 2 eben multipliziert. Ja, damit wir das, was wir jetzt alles gehört haben, ein bisschen festigen können, mit einem Beispiel vorbereitet. Und für das Beispiel laden wir uns erstmal Daten aus diesem Internet, damit Sie sich jetzt noch nicht mit irgendwelchen Dateipfaden herumschlagen müssen. Der nächste Befehl lädt also Daten in einem CSV-Format und Sie erhalten erstmal eine rote, richtig, Erfolgsmeldung. Sorry, ja. Was haben Sie geladen? Sie haben erstmal einen Datensatz geladen, der in einem CSV-Format daherkommt. Was es in dem mit dem Datensatz auf sich hat, das können Sie anschauen, indem Sie str verwenden. Den Befehl, den wir schon gehört haben, der zeigt Ihnen an, dass Sie es offenbar mit einem TBL-Format zu tun haben. TBL steht in dem Fall für Tibble. Tibble sind Tabellen, R hat sehr viele Tabellenformate. Tibble ist eins davon, und zwar das aus dem Tidyverse. Wir erinnern uns, einheitlich, flexibel und sehr effizient nutzbar. Das Spannende an Tibbles und dem Tidyverse und dabei insbesondere an dem Deployer-Part, falls Sie über den Namen mal stolpern, ist, dass Sie sehr lesbaren Code schreiben können. Das heißt, Sie können Befehlsketten aneinander hängen und einfach von oben nach unten vorlesen und kriegen ein Gefühl dafür, was da eigentlich gerade passiert, auch wenn Sie den Code vielleicht gar nicht selber an der Stelle schon programmieren können. Ein paar Beispiele habe ich mitgebracht. Der Datensatz, den Sie sehen, enthält pro Zeile einen Mord innerhalb der Breaking Bad Serie, jeweils mit einer Mord- oder Todesart, Tötungsart, dem Mörder und dem Opfer. Wenn wir zählen wollen, wie viele Zeilen da drin sind, dann schnappen wir uns diesen Datensatz, nutzen dieses komische Piping-Zeichen, Prozent, Pfeil, Prozent, das ist ein Tidyverse-Syntax, an die müssen wir uns leider gewöhnen, und counten. Das war's. Einigermaßen selbst erklärend, wenn man es liest, und es kommt genau das raus, was man erwartet, nämlich eine Zahl, die angibt, wie viele Zeilen in diesem Datensatz drin sind. Wenn wir wissen wollen, wie viele Tote auf das Konto von Walter White gehen, dann können wir den Datensatz erstmal filtern. Wir filtern also darauf, dass der Murderer Walter White heißt, und counten dann. Wenn Sie es von oben nach unten durchlesen, ist es einigermaßen nachvollziehbar, was da passiert, auch wenn Sie es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich selber programmieren können. Anstatt count, diesen sehr allgemeinen Zusammenfassungsbefehl, können wir auch selber Zusammenfassungsbefehle programmieren, eintippen. Die kommen in eine Summarize-Funktion. Das heißt, wir summarisen sehr viele Zeilen auf weniger Zeilen. N, Klammer auf, Klammer zu, zählt die Zeilen. Das heißt, ein Summarize auf N ist nichts anderes als ein Count. Das können wir machen. Und dann können wir noch was machen. Wir können nämlich summarisen auf N distinct. Das zählt also die einzigartigen Ausprägungen. Wenn also 4 Morde da drin sind und 2 davon hat Walter White begangen, dann ist das N4, weil 4 Morde da drin sind, aber das N distinct auf den Murderer nur 3, weil 2 auf das Konto von Walter White gehen und er nur einmal gezählt werden würde. Auch das, wenn Sie es jetzt mal kurz verstanden und gehört haben und dann lesen, können Sie interpretieren. Sie können verstehen, was da passiert, dank dieser Syntax, die aus dem Tidyverse rauskommt. Wir können auch gruppieren. Gruppieren tun wir mit Group By und dann werden die Summarize-Funktionen oder die Count-Funktionen pro Gruppe durchgeführt. Wir können also gruppieren nach Mordart zum Beispiel und dann die Morde zählen. Auch sortieren ist kein Problem. Sortieren, der Befehl dafür heißt Arrange. Und in Arrange geben Sie die Spalte, den Spaltennamen mit, nachdem eben sortiert werden soll. Aufsteigend, dann ist es einfach der Spaltenname. Absteigend, dann ist es der Spaltenname mit dem Minus davor. Das war es auch schon für diese Episode. Ich empfehle Ihnen jetzt unbedingt, die Übungen zu dieser Episode sich anzuschauen. Darin werden Sie aufgefordert, zum einen zu interpretieren, was eigentlich passiert, und zum zweiten so ein paar erste Gehversuche auch zu machen, Dinge zu replizieren, die Sie gerade schon gesehen haben. Und wenn Sie das einigermaßen verinnerlicht haben, dann freue ich mich darauf, Sie wiederzusehen in Episode 2.